Vor 40 Jahren hat uns Rod Serling ein böses Ungeheuer vorgestellt. Es war derart mächtig, dass es die Welt verschwinden lassen konnte, allein durch die Kraft seiner Gedanken. Für die Bewohner von Peaksville, Ohio, hatte ein Albtraum begonnen. Es gab keinen Gedanken der Leute und kein Gefühl, das dem Ungeheuer verborgen blieb. Und wenn sie es wütend machten, verbannte es sie in ein Maisfeld, aus dem es kein Zurück gab. Und das Furchtbarste an diesem Ungeheuer war, dass es erst 6 Jahre alt war. Jetzt sind 40 Jahre vergangen, aber die Einwohner von Peaksville leben immer noch in Angst und Schrecken. Ach ja, und noch etwas. Das Ungeheuer hat jetzt eine Tochter. Und obwohl sie nicht die Kräfte ihres Vaters besitzt, liebt der sie dennoch über alle Maßen. Audrey, ich find's hier öde. Klettern wir runter. Du kannst echt die ganze Welt sehen von hier oben. Du spinnst ja. Dann müsstest du bis zur großen Straße sehen können. Meine Oma sagt, dass die Welt früher weiterging als bis zur großen Straße. Das wird eine Milliarde Jahre her sein. Komm mit! Doch nicht, dass Daddy dich hört. Audrey, bitte hör auf zu weinen. Audrey? Ist dir was passiert? Es war ein Unfall. Sie haben nur gespielt, das ist alles. Audrey, ich habe dir immer wieder gesagt, dass du nicht auf diesen Baum klettern sollst. Du bist auch ein paar Mal von diesem Baum gefallen, als du klein warst. Weißt du noch, Anthony? Bitte tu ihm nicht weh, Daddy. Er hat überhaupt keine Schuld, wirklich. Ich tue Timmy nichts. Er ist ein Freund. Und er hat die ganze Zeit immer nur Gutes über uns gedacht. Nicht wahr, Timmy? Ja, Sir. Immer, Sir. Hey, hallo, Anthony. Agnes? Hallo, mein Kleiner. Schöner Tag heute, oder? Oh ja, wirklich. Ein ganz schöner Tag. Ja. Na, dann gehen wir, mein Sohn. Mom wartet schon. Verrate mir mal was, George. Was ist das bloß für ein Junge, der ein kleines Mädchen vom Baum schubst? Hast du das getan, mein Sohn? Timmy hatte keine Schuld. Timmy ist ein guter Junge. Er weiß, dass man das nicht macht. Das war keine gute Idee, Agnes. Was war keine gute Idee? Ach, nicht so wichtig, Anthony. Es war nicht Wieso so wichtig. Wieso wolltest du nicht, dass Timmy mit meiner Audrey spielt? Das habe ich nicht gesagt. Nein, aber du denkst es. Genau in diesem Augenblick, nicht wahr? Nein! Und ich dachte, du wärst mein Freund. Na klar, Anthony, das bin ich. Wieso schwitzt du dann so? Keine Ahnung. Ist doch ganz schön heiß heute. Nicht, dass ich wüsste. Mom, ist es heute heiß? Anthony, tu's nicht. Ich hab mein Leben lang nur Leute wie dich um mich herum. Nachbarn, die nur so tun, als wären sie meine Freunde. Die so tun, als würden sie mich leiden können. Aber du kannst mich nicht leiden, oder, George? Ich kann dich auch nicht leiden. Geh lieber nach Hause, Timmy, sonst macht sich deine Mutter noch Sorgen um dich. Jetzt spielt Timmy bestimmt nie wieder mit mir. Und das ist alles Daddys Schuld. Sei still, Audrey. Hör zu. Du weißt doch noch, wie wichtig es für uns ist, nur Gutes über Daddy zu denken. Ich bin auch manchmal unheimlich böse auf ihn. Aber ich unterdrücke diese Gedanken. Weißt du noch, wie ich sie erklärt habe? Das ist mir egal. Ich hasse ihn. Schätzchen, sag bitte sowas nicht. Wir wollen ihn doch nicht wütend machen, oder? Das ist mir egal. Ich hab ihn nicht mehr lieb. Audrey, sag mal ehrlich. War diese Sache eben das erste Mal, dass du sowas gemacht hast?
Erfährt das jetzt Daddy? Wenn der Zeitpunkt richtig ist. Aber bis dahin darfst du deine Kräfte nicht benutzen. Du darfst nicht mal an sie denken, wenn dein Vater in der Nähe ist. Hab keine Angst, Oma. Daddy kann meine Gedanken nicht lesen. Woher weißt du das? Weil ich seine lesen kann. Daddy, was passiert mit den Leuten, wenn du sie ins Maisfeld geschickt hast? Sie müssen dort bleiben. Für immer. Weiß ich ja, aber was ist das für ein Ort? Oh, das ist ein guter Ort. Es ist ein wirklich guter Ort. Und naja, die Leute dort sind für alle Zeit froh und zufrieden. Na, wenn das so ein glücklicher Ort ist, warum schickst du sie da immer nur hin, wenn du wütend bist? Weißt du, es ist nur zu ihrem Besten, damit ich ihnen nicht mehr wehtun kann. Ich glaube, Timmy wird mir furchtbar fehlen. Kannst du nicht machen, dass sein Daddy wieder zurückkommt, damit er weiter mit mir spielt? Es tut mir wirklich leid, Schatz, aber du weißt ja, wenn ich etwas weggeschickt habe, dann kann ich es nicht wieder zurückholen. Audrey? Wollen wir ein bisschen spazieren gehen? Aber bleib nicht zu lange weg. Wir bowlen heute, denk daran. Guten Tag, Lorna. Na, wen haben wir da, meine Lieblingsnachbarn? Seht ihr diese Tomaten? Die besten, die ich je gezogen habe, seit ich weiß nicht wann. Meine Güte, sind die groß. Ich werde nachher Anthony welche rüberbringen. Ja, er mag Tomaten sehr. Aber vorher muss ich dir unbedingt etwas zeigen. Etwas Besonderes. Hör mal, Schätzchen. Siehst du den wuchtigen Stein, der da hinten liegt? Ja. Kannst du ihn für uns verschwinden lassen? Geh bitte ein bisschen spielen, ja? Lorna und ich haben etwas zu besprechen, in Ordnung? Ich glaub's einfach nicht. Das ist es, wovon wir immer geträumt haben, Agnes. Jemand, der die Kraft hat, das widerlich Ungeheuer loszuwerden, das ich geboren hab. Oh, wenn ich nur an all seine Verbrechen denke. An die armen Menschen, die er weggeschickt hat. Meinen Mann. Deinen Mann, selbst seine eigene Frau, die ganze Welt. Er hat uns alles genommen und uns nichts gelassen. Wäre ich doch bloß stark genug gewesen und mutig und hätte ihm vor Jahren schon den Schädel eingeschlagen. Niemand gibt dir die Schuld, Agnes. Aber wird Audrey stark genug sein für diese Aufgabe? Ja, das wird sie. Dafür werde ich schon sorgen. Sehr schön. Das war wirklich gut, Anthony. Ein ganz toller Wurf. Ich glaube, du hast bestimmt wenigstens 500, vielleicht 600 perfekte Spiele über die Jahre gemacht. Man kann nie genug perfekte Spiele machen. Da hast du ja so recht. Du bist ja so ein unheimlich kluger Junge, Anthony. Ich bin kein Junge mehr, Mutter. Natürlich nicht, Anthony. Aber du warst immer mein kleiner Junge. Die vielen Sommersprossen. Es ist kein Wunder, dass ich es nie übers Herz brachte, dich zu bestrafen. Mich zu bestrafen? Wofür? Und wieso starren hier alle Leute Audrey so an? Tun sie das? Ist mir nicht aufgefallen. Na, sie sind einfach glücklich, weil sie so viel Spaß hat. Sie haben alle gute Gedanken. Sehr gute Gedanken. Kann sein. Aber behaltet es für euch, ja? In Ordnung. Ich komme gleich zurück. Dann werde ich wieder deine Punkte aufschreiben, wenn du dein nächstes perfektes Spiel hast. Und alle hier werden stolz auf dich sein. Hör zu, Lorna. Die Sache, die wir da besprochen haben. Ich habe es nur ein paar Leuten erzählt. Hast du denn den Verstand verloren? Ich wollte ihnen damit nur ein bisschen Hoffnung geben. Sie haben schon so lange keine Hoffnung mehr. Wir können nicht riskieren, dass Anthony herausfindet, welche Kräfte Audrey besitzt. Dazu ist es zu früh.
Bitte, Anthony, ich möchte nicht gegen dich antreten. Ich habe keine Lust mehr, alleine zu bowlen. Aber ich bin nicht so gut. Du solltest jemanden aussuchen, der besser ist. Ich will aber mit dir spielen. Na los. Diesmal konzentrier dich. Ich gebe mir Mühe. Du wirst sehen. Willst du uns verarschen? Nein, auf keinen Fall, Anthony. Ich bemühe mich sogar sehr. Jemand muss was unternehmen. Agnes! Anthony, bitte. Jeder weiß doch, dass du der beste Bowlingspieler der Stadt bist. Wenigstens könnten sie sich mal bemühen, mich zu schlagen. Das würde mich glücklich machen. Willst du nicht, dass ich glücklich bin, so wie alle anderen auch? Was ist mit dir, Joseph? Willst du, dass ich glücklich bin? Ja. Ja. Hey, Daddy. Spielst du mal eine Runde Flipper mit mir? Du bist ein gutes Kind, Audrey. Ist sie nicht wirklich ein gutes Kind? Danke, Audrey. Ja. Komm zu mir, Schatz. Ist sie nicht süß? Können wir nicht nach Hause gehen? Ich bin müde. Ja, ich bin auch müde. Ach, du bist ja so prächtig. Ich kann es kaum erwarten, dich zu essen. Willst du ein Geheimnis erfahren? Ich liebe keine Geheimnisse. Anthony! Worüber hast du vorhin mit meiner Mutter auf der Bowlingbahn geredet? Weiß ich nicht, Anthony. Habe ich schon ganz vergessen. Vielleicht solltest du Agnes fragen. Ich frage dich. Es ging dabei um Audrey, nicht wahr? Sag's mir lieber. Ich will es wissen, und zwar sofort. Und hier sind dein Großvater und ich in New York gewesen. Das hättest du sehen sollen. All die vielen Wolkenkratzer. Und die vielen Geschäfte, in denen man einkaufen konnte. Und dann die Autos. Oh, ich habe nie wieder so viele Autos gesehen. Wieso hat Daddy die Autos abgeschafft? Aus demselben Grund, aus dem er den Strom abgeschafft hat. Und diese hohen Gebäude und die Läden und die vielen Menschen. Aber was war der Grund? Nun, weil sie ihn gestört haben oder wütend gemacht haben oder ihm Angst gemacht haben. Oh, Audrey, sieh dir doch nur mal diese Uhr an. Die hat mir dein Großvater damals an unserem zweiten Hochzeitstag geschenkt. Du weißt doch, dass keiner mehr Uhren besitzt. Die hat Daddy auch mit abgeschafft. Er war noch klein. Da ist er zu spät gekommen zum Abendessen. Und ich schätze, ich war ein bisschen böse auf ihn. Ich wollte ihm zeigen, wie spät es ist. Und das war das Ende der Uhren. Eine wirklich schöne Uhr. Das war sie. Für Agnes in Liebe, Bill. Das ist meine alte Uhr. Sie gefällt dir, oder? Du kannst Dinge zurückbringen. Mom? Audrey? Am besten wir sagen, dass Daddy nicht, damit er nicht wieder wütend wird, weil er nichts wieder zurückbringen kann. Na schön. Wir werden es ihm beide nicht verraten. Ist gut, Schatz. Ratet, was ich gehört habe. Bei den Leuten kursieren irgendwelche Geheimnisse über meine Tochter. Was meinst du? Lüg mich nicht an! Tu ihr ja nicht weh! Ich würde ihr nichts tun. Aber ich weiß nicht, ob ich ihr je wieder trauen kann. Oder sonst jemandem. Außer dir, mein Schatz. Ich habe eine Idee.
Komm her. Zeig mir, wie das geht, wenn du irgendetwas wegschickst. Was zum Beispiel? Vielleicht dieses Fotoalbum. Mom, es ist doch in Ordnung für dich, wenn Audrey dein Fotoalbum wegschickt, ha? Na sicher, Junge. Es ist ja nur ein Haufen dummer alter Fotos. Oh, hast du das gesehen? Also, das war gut, Audrey. Das war wirklich gut. Und du bist nicht böse auf mich? Warum sollte ich böse sein? Du bist was Besonderes. Genau wie ich. Für morgen Nachmittag werde ich eine Einwohnerversammlung einberufen. Weswegen denn? Das ist mein Geheimnis. Lorna. Ich bin es, meine Liebe. Lorna? Kannst du mich hören? Ich musste sie bestrafen. Sie war unehrlich. Und solche Menschen widern mich an. Da wird dir keiner widersprechen. Unehrliche Menschen sind wirklich schlecht, oder, Schatz? Das stimmt, ja. Siehst du, Mom? Sie sind mit mir einer Meinung. Aber es hat sich gezeigt, dass Peaksville sehr viele unehrliche Einwohner hat. Und die müssen alle bestraft werden. Aber Anthony, wir sind deine Freunde. Ich glaube dir nicht, Joe. Deshalb wirst du auch die Nummer eins sein auf meiner Liste. Jetzt brauche ich drei weitere. Drei weitere? Wofür? Na, um sie fortzuschicken, dahin, wo unehrliche Menschen hingehören. Oh mein Gott. Cynthia, du bist die Nummer zwei. Nein. Du wirst die Nummer drei sein. Nein. Du bist die Nummer vier. Anthony, das kannst du nicht tun. Natürlich kann ich das. Es ist einfach. Ich wusste von Audreys Fähigkeiten vor allen anderen in der Stadt. Also, wenn du unbedingt jemanden ins Maisfeld schicken musst, dann mich. Mom, halt dich da raus. Oma, du machst ihn doch wütend. Ich würde am liebsten noch viel mehr tun. 40 Jahre lang habe ich gar nichts getan, während du alle Leute gequält hast. Ich habe untätig dabei zugesehen, während du alles zerstört hast, was mir wichtig war. Alles, was ich geliebt habe. Nicht alles, Mama. Du liebst mich. Dich lieben? Ich? Ich soll dich lieben? Ich verfluch den Tag, an dem ich dich geboren habe. Nacht für Nacht liege ich wach in meinem Bett und denke nach, wie ich diesem Wahnsinn ein Ende bereiten kann. Wie ich dir ein Ende bereiten kann. Und willst du wissen, warum? Weil du ein sehr schlechter Mensch bist. Ein wahnsinnig böser Mensch. Der Schlimmste, der je gelebt hat. Ich warne dich. Du bist ein Monster. Ein verwöhntes, böses Monster. Und wenn hier jemand ins Maisfeld geschickt werden muss, dann du! Los, Audrey, tu es. Wünsch ihn weg. Tu es jetzt. Worauf wartest du? Audrey? Audrey, nun mach schon, Mädchen. Ich kann ihm nicht wehtun. Nein! Ich habe ihr wehgetan. Sie hat gerade böse Dinge über mich gedacht. Das tun alle hier. Sie alle mögen mich nicht. Keiner hier hat mich gern. Nicht einmal Timmy. Es sind alles böse, unehrliche Menschen. Audrey, was hast du da getan? Wir brauchen sie nicht mehr, Daddy. Wir brauchen niemanden mehr. Daddy. Keine Ahnung, vielleicht fühle ich mich einsam. Ich weiß schon, was dich aufheitert. Und das wäre? Hey,
Flugzeug. Ich habe alles wieder zurückgebracht, damit du nicht mehr so einsam bist. Was? Was hast du zurückgebracht? Einfach alles. All die vielen Länder und Städte. Meinst du, wir könnten New York besuchen? New York ist mir viel zu groß. Viel zu viele Menschen. Ja, und ich rate Ihnen allen, nett zu uns zu sein. Du weißt ja, wie wir sie bestrafen. Entschuldigung! Kennen Sie den Weg zum Highway 10? Und nach New York können wir uns alles ansehen, was uns interessiert. Ich war noch nie irgendwo außer in Peaksville. Es wird uns gefallen. Du wirst sehen. Hey, Kumpel, sind Sie taub? Hier sind wir. Bist du jetzt glücklich, Daddy? Und ob ich das bin, Schätzchen. Es wird sicher ein guter Tag. Ein richtig guter Tag. Das soll uns nichts lehren. Es gibt keine Moral am Ende. Es war nur ein Abstecher nach Peaksville, wo Anthony und Audrey Fremont möchten, dass man nur gute Gedanken hat. Und sie tun dort lieber, was man ihnen sagt, sonst landen sie vielleicht im Maisfeld. Auch bekannt als Twilight Zone. Maple Street, USA. Eine Stadtrandsiedlung an einem schönen Samstagnachmittag. Aber in ein paar Augenblicken wird sich für die Bewohner der Maple Street alles ändern, wenn sie entdecken, dass die Ungeheuer, die sie fürchten, bereits unter ihnen sind. Okay, also die Weihnachtsdekoration ist gleich nach Thanksgiving erlaubt und sie bleibt hängen bis zum 6. Januar, gut? Ist noch was zu besprechen? Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das mit der Dekoration werden soll. Bedeutet das, jeder kann einfach aufhängen, was er will? Nein, passen Sie auf. Jeder hier hat sein Haus selber zu schmücken und Sie können entscheiden, ob Sie am Fenster Schneemänner haben wollen oder Weihnachtsmänner. Oh, aber es wäre doch schön, wenn alle Häuser gleich aussehen würden. Wenn alle weiße Lichterketten im Fenster hätten und vielleicht einen Kranz an der Tür mit ein paar hübschen roten Bändern. Ja, welches rote Tomate oder Feuerwehrauto? Schön, dass Sie wieder Ihren Spaß haben wollen, aber uns andere interessiert es wirklich, wie unsere Siedlung aussieht. Ja, aber ziehen wir es nicht in die Länge. Vielleicht habt ihr vergessen, dass es nachher ein Footballspiel gibt. Tut mir leid. Es ist nur, als Brent und ich in der Militärbasis lebten, war alles so schön einheitlich. Die Militärbasis war sicher toll geschmückt. Sie sind hier aber nicht mehr beim Militär, Phyllis. Wie auch immer. Wir sind ja hier sowieso nur wenige. Können wir wirklich ohne Mehrheit so eine Entscheidung treffen? Ich finde, wenn die anderen keine Lust haben, herzukommen, haben sie auch kein Mitspracherecht. Nicht, dass es ihnen nicht wichtig wäre, aber in der Schule ist heute das Fußballendspiel. Viele Familien haben Kinder, die in der Mannschaft sind. Ich weiß, dass es eine radikale Idee ist, aber wir können das Treffen noch vertagen. Also meine Kinder spielen heute auch Fußball und ich bin hier. Unsere Versammlungen finden immer am dritten Samstag jeden Monat statt und das ist nun einmal... In Stein gehauen? Vereinbart worden. Also Holly wird eine Notiz über die Dekoration schreiben und die werden wir dann jedem zustellen. Sonst noch Fragen? Ja, da ist doch diese neue Familie am Ende der Straße. Also der Zaun, den sie gebaut haben. Das Ding aus Maschendraht. Ich finde, der ist unansehnlich und unfreundlich. Ja, diese ganze Familie ist merkwürdig. Ist euch aufgefallen? Die waren die einzigen weit und breit, die am Veteranentag keine Flagge draußen hatten. Sie sind vor kurzem eingezogen. Vielleicht hatten sie noch nicht ausgepackt. Hören Sie, Will. Es gab genug Flaggen in unserem Supermarkt. Sie hätten sich sofort eine holen können. Und sie sind heute auch nicht hier. Vielleicht sind ihre Kinder im Team. Nein, ihre Kinder sind nicht im Team. Ich hatte die Liste, als ich versucht habe, diesen gut genährten Faulpelz zu überreden. Keine neuen Namen. Das heißt, dass sie es nicht nötig hatten, zu unserer Vereinsversammlung zu kommen. Hat sie denn jemand eingeladen? Ich nicht, nein. Hat schon mal jemand mit ihnen gesprochen? Ich wollte ein Willkommen in der Nachbarschaft in unser Blatt aufnehmen, aber niemand wusste ihren Namen. Wenn wir Ihnen das Gefühl geben, willkommen zu sein, sind Sie beim nächsten Mal sicher dabei. Okay, also, dann schicke ich Ihnen einen Brief. Na dann, wenn nichts weiter anliegt, dann können wir... Oh, was ist denn jetzt los? Ja? Hallo? Ja? Natürlich. Hey, mein Spiel geht nicht mehr! Was war das? Was ist denn passiert? Alles in Ordnung? Was war das? War das ein Erdbeben? Nein, ein Überschallknall.
Wenn die Schallmauer durchbrochen wird, kann zwar ein Fenster draufgehen, aber nicht die Stromversorgung. Was ist auch wahr, wir haben einen kompletten Stromausfall in allen Häusern. Oder der Strom war schon vor dem Knall weg. Würde das was ändern? Ja, Schallwellen haben eine Verzögerung. Die Sache kann meilenweit entfernt geschehen sein. Vielleicht ist ein Transformator explodiert. Wir hatten einen Generator auf dem Stützpunkt für Notfälle wie diesen. Und warum haben die Handys verrückt gespielt, bevor der Strom ausgefallen ist? Ja, meins hat noch keinen Empfang. Was ist mit euren? Nein, auch nichts. Nicht mal die kleinen Balken sind da. Das ist genau wie ein ID4. Independence Day. Der Kinofilm mit Will Smith, wo Aliens hier landen und alles platt machen. Es reicht, Jason. Brent hat mich Anfang der Woche angerufen. Er sagte, seit 2 Tagen hätten sie Alarmstufe Orange. Und was hat das zu bedeuten? Brent, er ist in Übersee. Er sagt, da läuft gerade etwas im Terrornetzwerk. Wir müssen alle vorsichtig sein. Ach ja? Es gibt einen Unterschied zwischen vorsichtig und paranoid. Neulich wurde mal jemand angezeigt, weil er Fladenbrot gekauft hat. Toll. Stellt euch vor, die Leute hätten aufgepasst, als der Bombenleger von Oklahoma seinen Dünger gekauft hat. Erklären Sie mir mal, wie man aus einem Weizenfladenbrot einen Sprengsatz bauen soll. Egal, wie diese Leute es tun, auf jeden Fall tun sie es. Und wenn sie mich fragen, dann zeigt das deutlich, dass die nicht von hier sind. Warum sollten uns gerade hier Terroristen angreifen? Hier ist das Wasserreservoir. Das stimmt. Es ist nicht nur dazu da, um ihr schickes Boot darauf fahren zu lassen. Es sichert die Versorgung für den ganzen County. Solange ich nicht weiß, was los ist, hole ich lieber meine Kinder vom Fußballplatz. Ich komme mit. Meine Kinder sind auch auf dem Platz. Gut, und ich bleib hier. Und passe auf. Ich verstehe das nicht. Ich weiß genau, dass die Batterie voll war. Ich versuch's bei meinem. Ich schlage vor, wir laufen jetzt zum Fußballplatz. Wer möchte mitkommen? Das sind fast 20 Kilometer und es gibt keinen Grund zur Annahme, dass die Autos da nicht funktionieren. Vielleicht sind inzwischen schon alle auf dem Rückweg. Das sagen Sie so leicht, Holly, weil Sie keine Kinder haben. Brent hat mir von elektromagnetischen Impulsen erzählt, die alles lahmlegen können. Sämtliche Computer und die gesamte Energieversorgung. Alle unsere Wagen haben Computerchips. Das würde erklären, wieso das Spiel von meinem Sohn nicht mehr geht und die Handys auch nicht. Was steckt dahinter? Sonnenaktivitäten? Terroristen! Sie stören die Energieversorgung und greifen an. Das reicht. Ich hole meine Waffe. Ach, nur keine Panik. Hey, hey, kommen Sie. Was soll das? Unsere Autos springen nicht an, unsere Handys gehen nicht und die Radios sind auch alle tot. Und was ist mit der Explosion? Haben wir uns die eingebildet? Jetzt machen Sie mal halblang. Lassen Sie uns nicht gleich die Waffen ziehen, okay? Es gibt keine Invasion. Hier sind nur wir. Wir sind alle Freunde. Ja, wir sind Freunde. Aber was ist mit denen dort? Was hat das zu bedeuten? Die sind nicht mal rausgekommen. Die einzigen, die in der Maple Street einen Zaun haben. Na und? Das ist merkwürdig. Der Strom geht nicht, das Telefon ist tot, deine Nachbarn stehen alle auf der Straße. Geht man da nicht raus, um zu erfahren, was passiert ist? Es sei denn, man weiß es schon. Sie sind wirklich schnell mit Ihrem Urteil. Sie werden einfach nur Angst haben. Angst vor wem? Vor mir und Ihnen? Vielleicht fragen wir Sie, ob alles in Ordnung ist. Ich gehe hin. Ich krieg raus, was die wissen. Ich gehe mit ihm. Diese Leute sind mitten in der Nacht eingezogen. Was heißt das? Nur, dass wir nicht sehen sollen, was sie da reinschleppen. Wer zieht schon im Dunkeln um? Vielleicht hatten sie einen langen Weg hinter sich. Oh ja, zum Beispiel... Aus Iowa. Ich rede mit den Leuten. Hey, Marshall, wir sind nicht in der Fabrik. Also reden Sie mit mir nicht, als würde ich am Fließband stehen. Entschuldigen Sie, Dylan. Kommen Sie, die Leute geraten schon in Panik. Sie und ich, wir sind die Einzigen, die im Notfall wissen, was zu tun ist. Wir wollen doch nicht, dass hier jemand durchdreht, oder? Hallo, ich bin Will Marshall, Ihr Nachbar. Ich wollte nur wissen, ob bei Ihnen alles okay ist. Kommen Sie, machen Sie die verdammte Tür auf! Was tun Sie denn da drin?
Was? Würden Sie jetzt noch aufmachen? Gehen wir. Diese Stille. Irgendwie unheimlich. Samstags dreht man normalerweise die Musik laut auf. Da gibt's Footballspiele im Fernsehen oder sonst was. Es ist unnormal, wie die sich da drüben verstecken. Sie wollen einfach in Ruhe gelassen werden. Hier ist ein freies Land. Das weiß ich auch. Hör bitte auf, so zu tun, als wärst du der Einzige, der hier den Durchblick hat. Kein Wunder, dass wir mit den Leuten nicht warm werden, wenn du immer so überheblich bist. Erwartest du, dass ich so werde wie Phyllis, die am liebsten alles von einem Militärkomitee absegnen lassen würde? Oder wie Dylan, der Angst hat, dass seine Spermienzahl sinkt, wenn er sein Gehirn mal für 5 Minuten benutzt? Sie sind unsere Nachbarn. Du wolltest hierher ziehen, Schatz. Nicht ich. Ich dachte, es wäre ein guter Ort, um eine Familie zu gründen. Ist es ja auch. Und das werden wir tun. Ich gebe mir große Mühe. Ich habe Angst. Wenn mal was Unvorhergesehenes passiert, gibt es keinen, der nicht gleich aggressiv wird. Vielleicht ist die Welt ja im Augenblick so, dass man gar nicht mehr anders reagieren kann. So will ich aber nicht sein. Gut, dann sind wir es eben nicht. Wir sollten etwas Nützliches tun und uns auf den Ernstfall vorbereiten. Suchen wir uns Waffen, nehmen wir uns das Recht auf Selbstverteidigung, um unsere Familien zu beschützen. Und wenn wir gar nicht angegriffen wurden? Wenn wir nicht angegriffen wurden, wo sollen dann die übrigen sein? Wieso kommt dann niemand vorbei, der mal nach dem Rechten sieht? Die Behörden werden etwas unternehmen. Mein Mann ist Captain bei der Army. Er wird jemanden schicken, der uns rettet. Halten Sie den Mund, Phyllis! Die Army hat jetzt bestimmt alle Hände voll zu tun. Wir anderen sind hier auf uns selbst gestellt. Niemand wird kommen. Wir sind uns doch einig gewesen. Bevormunden Sie mich nicht immer. Sie Idioten machen hier allen Angst. Wie haben Sie mich genannt? Wenn Sie wollen, dass man Sie ernst nimmt, dürfen Sie nicht so einen Schrott ablassen. Dad! Seht doch mal! Strom im Haus. Und einen Wagen. Er ist bestimmt zu seiner Familie zurückgekommen, weil er wusste, was passiert. Das müssten ja ziemlich dumme Terroristen sein, wenn sie uns zeigen, dass sie als einzige Strom haben. Ihr Haus ist vielleicht so eine Art Leuchtmarkierung für die Bombe. Wenn es ihnen ums Reservoir geht. Aber dann gehen sie ja mit uns drauf. Aber so sind Terroristen. Brent sagt, wir verstehen ihre Methoden nicht. Wir würden uns niemals selbst opfern, aber für die ist das kein Thema. Die fühlen sich super, wenn sie sich mit einem Haufen Kindern in die Luft sprengen. Denen muss man alles zutrauen. Hey, Simon und Jeff, wo sind die? Was meint ihr? Dieser Kerl muss genau an ihnen vorbeigefahren sein. Ich gehe darüber. Nehmen Sie die Waffe weg. Ich rede mit den Leuten. Da hatten Sie doch vorhin auch keinen Erfolg. Dann gehe ich diesmal erst wieder, wenn Sie mit mir geredet haben. Ich glaube nicht, dass Sie Terroristen sind, aber wir haben ein Recht darauf zu erfahren, wer da wohnt. Will! Schon in Ordnung. Ich bin gleich wieder da.
Ich glaube, ich sollte darüber gehen. Lassen Sie Will machen. Sie reden doch nur. Sieht mir irgendwie zu freundschaftlich aus. Hör zu, alles ist Paletti. Er ist kein Terrorist. Er macht Nachtschichten bei einer Elektronikfirma. Die Familie hat abgemacht, dass sie bei Problemen niemandem die Tür aufmachen, wenn er nicht da ist. Was ist mit seinem Wagen? Was ist mit dem Strom? Naja, das wissen Sie nicht. Sie haben keine Ahnung, warum bei Ihnen alles geht. Aber nur weil Sie einen Wagen haben, der funktioniert und Strom, heißt das nicht, dass er Terrorist ist. Sie haben mir angeboten, mit rauszugehen. Ich sagte Ihnen, Sie sollten es nicht tun. Nicht bei dieser Stimmung. Was? Was tun Sie da, Dylan? Sie sind auf deren Seite. Sind Sie Ihr Sprecher, Will? Ich habe dem Mann gesagt, draußen steht jemand, der Angst hat. Will! Dad, bitte! Wissen Sie, Marshall, Sie haben diese Leute ziemlich schnell verteidigt. Sind Sie einer von uns oder einer von denen? Sie kennen Will, er ist kein Terrorist. Suchen Sie da drüben welche. Holly. Wir halten nicht für die den Kopf hin. Sie denken, ich wäre ein Terrorist? Halten Sie mich alle für einen Terroristen? Wer hat hier die Waffe gezogen? Wer hat hier die Leute von Anfang an aufgewiegelt? Wer ist hier der mit dem Insiderwissen über die Bomben der Terroristen? Wer hatte hier die Idee von dem Bombenanschlag auf das Wasserreservoir? Und was ist mit Ihnen, Phyllis? Wie kommt es, dass wir Ihren Captain Rand noch nicht kennen? Wo war er nochmal stationiert? Das ist genau das, was die Terroristen wollen, dass wir einander misstrauen. Wir sitzen alle im selben Boot und zerfleischen uns gegenseitig. Sie haben noch keinen Fuß hierher gesetzt und haben schon gewonnen. Dylan, wenn Sie schießen wollen, dann nur zu. Aber wenn alles vorbei ist, zieht man Sie zur Verantwortung. Hey, Dad! Was ist? Komm, das musst du sehen! Spionagekamera, auf mein Haus gerichtet. Der Mann da arbeitet für eine Elektronikfirma. Er arbeitet nachts, er ist auf der Straße, während wir alle schlafen. Er ist der Einzige, der das hätte tun können. Ja, und es gibt sicher noch mehr. Holly! Wenn jemand dran glauben muss, dann lieber die. Du sagtest doch, wir wollten nicht so sein. Die Dinge liegen jetzt etwas anders. Hey, ich habe hier auch sowas gefunden. Unter meiner Jalousie. Ich wette, die haben auch die Telefone verwanzt. Die kommen jetzt raus, Marshall. Auf die eine oder andere Art. Es muss eine andere Erklärung dafür geben. Dann sag uns doch bitte welche. Ja, gehen wir. Ja, los. Tut das nicht! Steve! Dave, lass den Quatsch! Corey, bitte! Und sagt uns, was hier los ist! Wieso kommen die nicht raus? Genau! Sagten Sie nicht, Sie wollten rauskommen, Will? Würden Sie das jetzt? Wenn ich unschuldig wäre, ja. Brechen wir doch einfach die Tür auf! Nein, die sind bestimmt bewaffnet. Ich hol sie raus! Kommt raus! Nicht! Hört auf, bitte! Ich hab's!
heißt, im Fall eines echten terroristischen Angriffs halten diese kleinen abgeschiedenen Landgemeinden kaum länger als 5 Stunden durch. Glaubst du, die haben den Strom absichtlich angelassen? Da bin ich überfragt, aber eins sag ich dir, wenn die anderen zivilen Sicherheitstests auch so verlaufen sind, hat der Chef ein Problem. Es reicht nicht aus, wenn nur ein einziger Widerstand leistet. In diesen Zeiten sind wir uns dermaßen sicher, dass hinter jeder Ecke Terroristen lauern, dass wir sie uns auch dann einreden, wenn wir sie nicht finden können. Die Angst, die uns einerseits wachsam sein lässt, ist dieselbe, die alle Vernunft kaputt macht. Eine Angst, die leider nur zu oft existiert, außerhalb der Twilight Zone. Lage und Größe des Tumors machen eine Operation leider unmöglich. Wie lange habe ich noch? Das ist schwer zu sagen. Wie lange? 5 Monate, vielleicht 6. Naja. Das Gute daran ist, dass meine Kopfschmerzen weg sein werden, wenn ich tot bin. Sollte nur ein Witz sein, Doktor. Sie können also nichts mehr für mich tun, oder? Nein. Aber wir haben einen begabten Neurochirurgen direkt hier in Memphis. Er hat eine Möglichkeit gefunden, Tumore mit Hilfe von Antigen- und Stammzellensubstitution zu reduzieren. Und wo ist da der Haken? Die Sache befindet sich in der Experimentierphase. Die Kasse übernimmt nichts. Und wie teuer wäre die Behandlung? Verfahren, Medikamente und Rehabilitation kosten etwa 200.000. Können Sie so viel Geld aufbringen? Ich bin Rechtspfleger, Doc. Ich habe schon für meinen Flug hierher mein Kreditkartenlimit erreicht. Was ist mit der Familie? Ich habe keine Familie. Es gibt wirklich niemanden? Nein, es gibt niemanden. Das ist das Verrückte daran, Doktor. Erst seit ich weiß, dass ich bald sterben muss, wird mir klar, wie wenig ich überhaupt zurücklasse. Ray Allison hat soeben die Nachricht bekommen, vor der sich jeder von uns fürchtet. Aber am schwärzesten Tag seines Lebens wird sich Rays Schicksal wenden. Er bekommt die Chance, seine Zukunft zu retten, indem er die Vergangenheit verändert. Lassen Sie mich durch. Wer sind Sie? Ich bin Schwester Adelaide. Haben Sie irgendwo Schmerzen? Mein Kopf tut weh. Wahrscheinlich eine Gehirnerschütterung. Können Sie mir Ihren Namen sagen? Ray. Was ist denn los? Sie wurden angefahren, Ray. Wissen Sie, welcher Tag heute ist? Wo bin ich hier? Memphis. Jackson Street. Ja, aber was tragen diese Leute für Sachen? Welches Jahr haben wir? 1968, Mister. Sagen Sie bloß, das wissen Sie nicht. Das kann unmöglich wahr sein. Sie haben ja ziemlich lange geschlafen. Wo bin ich? Bei uns zu Hause. Starren Sie meine Mutter mal an? Nein. Wie spät ist es? 4:15. Sie haben eine komische Uhr. Eine Digitaluhr. Hast du sowas noch nie gesehen? Hey, Kleiner, welches Jahr ist gerade? Habe ich doch schon gesagt, 1968. Das stimmt doch was nicht. Verdammt. Oh, das war aber ein sehr böses Wort. Lucas, sagte ich nicht, du sollst draußen spielen, damit der Mann sich ausruhen kann? Ich will aber nicht spielen. Dann geh und hol die Post für mich. Bis gleich. Na los. Wie geht's ihr im Kopf? Etwa so, als hätte ich gerade 13 Runden mit Mike Tyson geboxt. Es ist unheimlich nett, dass sie mich mitgenommen haben und so, aber vielleicht sollte ich lieber ins Krankenhaus gehen. Heute ist das farbige Krankenhaus zu weit weg für Sie. Das was? Das Krankenhaus für Farbige. Aber wenn Sie morgen immer noch hinwollen, könnte ich was arrangieren.
Ich denke, es ist nur eine Gehirnerschütterung. Also, ich weiß nicht, hier stimmt was nicht. Ich dürfte überhaupt nicht hier sein. Hören Sie, Mister, ich weiß, dass mein Haus nichts Besonderes ist, aber... Ich rede doch nicht von Ihrem Haus. Ich meine, das ist doch abgefahrener Unsinn alles, das mit dem Jahr 1968. Es ist 1968. Hören Sie, Lady, ich bin nicht verrückt und habe keine Halluzination. Ich beweise es Ihnen. Könnte ich mal mein Jackett haben, bitte? Hier. Danke. Wo ist meine Brieftasche? Vielleicht haben Sie die bei dem Unfall verloren. Wenn Sie sich ein bisschen Ruhe gönnen, geht es Ihnen sicher bald besser. Es gibt in einer Stunde was zu essen. Sie haben ja schon wieder einen gesunden Appetit. In ein, zwei Tagen geht es Ihnen wieder gut. Kommt ganz darauf an, was Sie unter gut verstehen. Haben Sie eine etwa? Ein Aspirin. Ich habe eins. Zeit für die Badewanne, mein Liebling. Ach Mama, es ist noch so früh. Ich will noch nicht in die Badewanne. Lukas, du... Hör auf, mir zu widersprechen. Okay, Mama. Ich lasse dir das Wasser ein. Entschuldigen Sie mich. Deine Mama ist eine tolle Frau. Und vor allem schön. Sie ist normalerweise noch viel netter, aber sie ist stinkig, weil sie wieder so einen Brief bekommen hat. Was für ein Brief? Uns wollen welche das Haus wegnehmen, aber ihr Anwalt ruft sie einfach nicht zurück. Weißt du, wo dieser Brief ist? Da drüben. Zeig mal her. Danke. Sie sollten eigentlich schlafen. Ja, ich weiß. Sie haben mich bisher noch gar nicht nach meinem Beruf gefragt. Ich bin Rechtspfleger. Das heißt, ich sehe mir den ganzen Tag solche Dokumente wie dieses hier an. Ich finde, es ist irgendwie angebracht, wenn ich Ihnen als Dank für Ihre Freundlichkeit ein bisschen weiterhelfe. Woher haben Sie diesen Brief? Diese Dinge gehen Sie absolut nichts an. Ich nehme aus lauter Hilfsbereitschaft einen Fremden mit nach Hause und der schnüffelt in meinen Privatangelegenheiten rum. Ich würde Sie jetzt am liebsten vor die Tür setzen. Auch wenn ich genau weiß, wie Sie Ihr Haus retten können? Wie oft habe ich dir gesagt, dass du mit dem Ball nicht am Haus spielen sollst? Ich bin heute die ganze Zeit im Amtsgericht. Ja, Mama. Mittagessen steht für dich im Kühlschrank. Ja, Mama. Und du hast deine Hausaufgaben fertig, wenn ich zurückkomme. Ja, Mama. Und ich bekomme von dir noch einen Kuss. Mama! Beweg deinen kleinen Hintern hier rüber und gib deiner Mama ein Viel-Glück-Küsschen. Und kenn dich mal. Ja, Mama. Machen Sie den Dampf, Adelaide. Hey, Lukas. Hey, Ray. Kannst du mir sagen, wie ich dorthin komme, wo ich gestern meinen Unfall hatte? Klar, Sie müssen nur die Straße da immer geradeaus gehen. Okay, danke. Lukas, es kann sehr gut sein, dass du mich nicht wiedersiehst. Wieso nicht? Weil ich im Augenblick ganz woanders sein müsste. Woher wollen Sie wissen, dass Ihr Platz nicht bei uns ist? Sowas weiß ich. Könnte ich mitkommen? Wenn du das tust, wer kümmert sich dann um deine Mama? Falls ich nicht zurückkomme, sag ihr Danke von mir, okay? Zeit.
zur Kundgebung, Bruder. Alles klar? Kann ich Ihnen helfen? Sie dürfen da nicht einfach rumwühlen und den Leuten Furcht einjagen. Weg, da gehen Sie. Aber nicht doch, ich habe hier gestern meine Brieftasche verloren, die wollte ich nur suchen. Kann ich Ihre Papiere sehen? Meine Papiere waren in der Brieftasche und die habe ich verloren, wie ich Ihnen sagte. Das ist doch ein öffentlicher Platz, oder, Sir? Willst du mich belehren, Bimbo? Wie haben Sie mich eben genannt? Onkel Ray, Mama sagt, der Film fängt in 5 Minuten an und du musst noch die Karten kaufen. Hallo, Officer Bryant. Lucas, du kennst diesen Mann? Ja, das ist mein Onkel Ray aus New York. Na schön. Dann sag Onkel Ray, dass hier Memphis ist, alles klar? Ja, Sir. Sind Sie sauer, dass ich Ihnen gefolgt bin? Nein, nein. Ich wollte nur wissen, ob Sie jetzt da sind, wo Sie sein müssen. Ich weiß aber, wo du jetzt sein müsstest. Wenn deine Mama nach Hause kommt und dich nicht findet, bringt sie uns beide um. Na los. Da, wo ich herkomme, läuft alles anders, weißt du. Die Leute sind anders als hier. Zumindest gehen sie miteinander irgendwie besser um. Und die Polizei darf nicht so mit einem reden. Sie haben da keine Angst vor Cops? Wenn man nichts angestellt hat, braucht man keine zu haben. Müsstest du nicht in der Schule sein? Die haben mich wegen der Prügelei nach Hause geschickt. Worum ging es? Um nichts. Ohne Grund prügelt man sich aber nicht so einfach. Bobby Wilson hat über meine Mutter mal gelacht. Dafür hat er eine gefangen. Mama sagt zwar, ich soll mich nicht prügeln, aber sie hat keine Ahnung. Ohne Kämpfe wird man kein Mann. Dasselbe habe ich ihr auch gesagt. Ja, aber das Geheimnis ist, dass ein echter Mann nicht die Faust zum Kämpfen benutzt. Weißt du, wenn du die benutzt, dann kannst du die Dinge vielleicht für ein paar Minuten verändern. Aber benutzt du das hier und das, dann änderst du die Dinge für immer. Sogar dein ganzes Leben. Verstehst du, was ich damit meine? Ja, ich denke schon. Wollen Sie ein Geheimnis wissen? Was für ein Geheimnis? Was ich später mal werden will. Okay. Und Sie versprechen mir nicht zu lachen? Okay, ich verspreche es. Ein wunderbarer Traum. Ich weiß. Bist du bereit, dafür zu kämpfen? Ja, Sir. Na dann. Was ist passiert? Haben die sie auflaufen lassen? Dann gehe ich morgen früh mit ihnen zusammen dorthin. Auflaufen lassen? Ach, diese Weisen wussten nicht, wie ihnen geschah. Ich habe mich genau an ihre Tipps gehalten. Ich habe gesagt, in einem laufenden Rechtsstreit darf nicht zwangsvollstreckt werden. Dann habe ich meinen Kontoauszug auf den Schreibtisch geknallt und ihnen bewiesen, dass ich alle Schulden bezahlen kann. Ich dachte schon, ich müsste den Leuten ein Beruhigungsmittel geben, als ich mit ihnen fertig war. Ich freue mich für Sie, Adelaide. Danke, Ray. Sag bloß, wir behalten unser Und Haus. Ob wir das behalten können, mein Liebling. Also, ich mache jetzt Folgendes. Ich gehe durch meine Haustür in meine Küche. Und dort koche ich euch beiden das beste Essen, das ihr jemals hattet. So müde, dass er in seinen Sachen eingeschlafen ist. Ich kann ihn nachher in sein Bett tragen. Das ist sehr lieb von Ihnen, Ray. Lucas mag Sie sehr. Ich mag ihn auch. Er ist wirklich ein toller Junge. Genau wie sein Daddy. Darf ich fragen, was mit seinem Vater geschehen ist? Jim war Fensterputzer. Vor 5 Jahren hat er in einem dieser Bürogebäude gearbeitet, als sein Seil gerissen ist.
Keiner wollte ihn in ein farbigen Krankenhaus bringen. Er starb noch auf der Straße. Tut mir leid, das zu hören. Ich möchte, dass Lucas ein besseres Leben hat. Man sagte, die Zeiten ändern sich, aber... Das tun sie, das tun sie. Das verspreche ich Ihnen. Und was ist mit Ihnen? Haben Sie jemanden, der zu Hause wartet? Nein. Zu beschäftigt, um jemanden zu finden, hm? Ja, ich denke, es ist jetzt zu spät dafür. Warum sagen Sie das? Adelaide, glauben Sie, dass es möglich ist? Naja, dass es möglich ist, als Mensch eine zweite Chance zu kriegen? Ich glaube, wenn ein Mensch Gott im Herzen trägt, dann bekommt er mehr als eine zweite Chance. Er kann von vorn anfangen. Von vorn anfangen. Das wäre zu schön. Es ist nie zu spät. Martin Luther King, Einladung zur Demo. Ray, was haben Sie? Morgen ist der 4. April 1968. Und? Martin Luther King wird an dem Tag erschossen, hier in Memphis. Ich verstehe das nicht. Wie kommen Sie darauf, dass ihn niemand töten wird? Heute Abend wird er zu den streikenden Arbeitern der Stadt sprechen. Morgen wird er auf einem Balkon des Lorraine Motels erschossen. Woher wollen Sie das wissen? Vielleicht erinnern Sie sich, dass ich Ihnen sagte, ich dürfte nicht hier sein. Adelaide, ich bin nicht aus dieser Zeit. Als ich gestern Morgen aufwachte, war es 2003. Irgendwie hat dieser Unfall alles... jetzt fangen Sie wirklich an, Unsinn zu reden. Nein, gar nicht. Hören Sie mir zu. Hören Sie mir zu. Ich habe versucht herauszufinden, wieso ich hier bin. Ich dachte, es hätte was mit Ihnen zu tun, dass ich Ihnen helfen sollte. Nein, jetzt weiß ich es. Es ist... Es tut mir leid. Aber ich muss Dr. Martin Luther King retten. Wo geht es zur Mason-Tempelkirche? Ray, Sie brauchen jetzt Drogen. Nein, brauche ich nicht. Adelaide, Sie müssen mir jetzt vertrauen. Bitte. Sie ist nicht weit von hier. Auf der Mason Street. Alle anderen möchten auch ein gutes Leben führen. Ein würdiges und ein langes Leben. Wer mag diesen Wunsch nicht verstehen? Aber darum mache ich mir derzeit keine Gedanken. Ich will nur Gottes Wille ausführen. Und er hat mir gestattet, auf den Berg zu gehen. Entschuldigung. Und ich schaute mich um. Entschuldigen Sie. Und ich sah das verheißene Land. Lassen Sie mich durch. Es ist unheimlich dringend ein Notfall. Ich muss noch 5 Minuten rein. Ja, sicher. Und ich sage Ihnen das ganz voll. Nein, Officer, Sie verstehen nicht. Nein, Sie scheinen nicht zu verstehen. Sie werden jetzt sofort da runtergehen. Ist das klar? Nein, Sie scheinen nicht zu verstehen. Bleiben Sie hier. Und werden Sie nicht mehr. Sie wollen Kind töten. Kommen Sie mit. Ich bin nicht verrückt. Sie werden ihn wirklich töten. Niemand tötet hier. Ich weiß, dass Sie töten werden. Ich muss ihn warnen. Ich muss ihn warnen. Glücklich, meine Freunde. Ich mache mir um nichts Sorgen. Ich fürchte niemanden. Meine Augen haben die Herrlichkeit der Ankunft des Herrn geschaut. Danke für die Kaution. Sie bekommen alles zurück. Ich verspreche es. Ist nicht so wichtig. Hören Sie, das alles tut mir schrecklich leid. Ich möchte, dass Ihnen eins klar ist. Ich bin nicht verrückt. Ich mag Sie und Lucas. Ich muss jetzt zum Lorraine Motel. Wir werden Sie nie wiedersehen, oder? Ich weiß es nicht. Danke für alles, Adelaide. Was willst du denn hier? Ich habe gestern Abend alles gehört. Ich möchte helfen. Das kannst du nicht. Geh nach Hause. Ray, Sie sollen hier bei uns sein. Ich weiß es. Lucas, jetzt hör mir zu. Denk immer an das, was ich dir gesagt habe. Kämpfe für das, was du willst. Vergiss das niemals.
Ray, warten Sie! Nein! Ray! Ray, ist alles in Ordnung? Du musst ihn retten. Halt ihn irgendwie auf. Noch kannst du... Aber Sie haben mich gerettet, Ray. Danke, dass Sie mich gerettet haben. Willkommen zurück unter den Lebenden. Sie haben 3 Tage lang im Koma gelegen. Im Koma? Aber ich war... War doch eben. Wie fühlen Sie sich? Mein Kopf tut weh. Ja, ich habe gute Neuigkeiten für Sie. Ich habe Ihren Fall publik gemacht. Der Spezialist, von dem ich Ihnen erzählt habe, wird keinerlei Kosten berechnen. Was? Er hat ein ganz neues Programm aufgelegt. Er will Leuten wie Ihnen helfen. Betroffene, die sich eine Behandlung sonst nicht leisten könnten. Was Sie für ein Glück haben. Können Sie mich mal zwicken, Doktor? Nicht, dass ich immer noch träume. Glauben Sie mir, Sie sind hellwach. Ray, ich möchte Ihnen Ihren neuen Arzt vorstellen. Dr. Lucas Tyler. Freut mich sehr, Ray. Lucas? Ich möchte, dass Sie sich keine Sorgen machen. Sie müssen nur dafür kämpfen, dass Sie wieder gesund werden. Wenn Sie hiermit kämpfen und hiermit, dann können Sie Ihr Leben verändern. Vergessen Sie das nie. Das werde ich nie vergessen. Das werde ich nie vergessen. Ray wollte gern nochmal von vorn anfangen. Er musste dafür nur 35 Jahre zurückgehen. Manchmal liegt der Schlüssel zur Zukunft in der Vergangenheit. Diese Lektion erteilt die Twilight Zone.